Ovdje je T-State Radeon AMD R9 R9 Fury Grafikkarte und hier werde ich euch gleich mal anzeigen, was ich in den Einstellungen alles aufgestellt habe. Eigentlich ist alles auf Ultra, auf Maximum eingestellt. FXAA, MSAA benutze ich nicht. Alles ist auf sehr hoch, außer der Grasqualität. Das nur auf hoch. Bei erweiterter Grafik ist alles aus. Es macht einfach keinen Unterschied in der Grafikqualität, ob es an oder aus ist. Es ist nicht zu merken. Wie ihr seht, liefert die Grafikkarte eine ziemlich beeindruckende Leistung. Und noch mit der Kombination mit dem ESA FreeSync Monitor ist es einfach ein Genuss, das Spiel zu spielen.
Ich kann nur diese Grafikkarte jedem, der einen FreeSync-Monitor hat, empfehlen. Die hat eigentlich eine sehr, sehr gute Leistung, wie ihr es auch selber sehen könnt. Und beim DirectX 12 Spielen ist dieser Monitor eigentlich jetzt viel, viel besser als manche sehr teure Nvidia-Grafikkarten. Tja, da sehen wir einen schönen Bug im Spiel. Contact! We have contact!